Aloha zur Dragon Ball Z Erfahrungsberichte-Küche. Goku, Gohan und Piccolo haben beschlossen, gemeinsam für die Ankunft der Cyborgs zu trainieren und treffen sich in der westlichen Hauptstadt. Doch da gibt es ein Problem. In der Stadt wird gerade eine Parade vorbereitet und bei so einer Menschenmenge können sich unsere drei Helden ja unmöglich finden. Ist ja nicht so, als könnten sie fliegen und gegenseitig ihre Aura fühlen oder sowas. Nun, jedenfalls müssen wir dafür sorgen, dass die Parade beginnt, damit wir weiterkommen. Außerdem will sich Bulma mit uns in der Capsule Corporation treffen, der Firma ihres Vaters. Der Bürgermeister, ein Hund im fortgeschrittenen Alter, erzählt Son Gohan, dass die westliche Hauptstadt kürzlich von einem brutalen Warlord terrorisiert wurde. Doch das Oberhaupt der Ortschaft hatte die rettende Idee. Er rief Mr. Satan an, um die Sache zu klären. Satan, das ist in der Dragon Ball Welt kein Ursprung allen Übels, sondern der Name des letzten Siegers des großen Turniers der Kampfsportkünste. Und da geht es ganz ohne die Kräfte der Hölle zu. Immerhin wurde es bis dato traditionell von Schildkröten, Kranichen oder Männern im Teufelskostüm gewonnen. Also absolut keine Verbindung zu Satan. Auch nicht, wenn der Erbe des Oberteufels persönlich schon im Finale stand. Jedenfalls lässt sich dieser Mr. Satan als großer Star feiern und hat angeblich den feindlichen Kriegsherrn besiegt. Wer den Charakter des Mr. Satan aus der Serie kennt, der weiß, dass an der Story irgendwas faul sein muss. Aber das ist ja nicht unser Problem, sondern dass die Parade losgeht, also wo klemmt's? Nun, der große Held hat so seine Allüren. Er weigert sich, die Feierlichkeit zu eröffnen, bevor er kein Sandwich bekommt. Also bittet der Bürgermeister uns, zu einem bestimmten Imbiss zu flitzen und diese ausgefallene Schlemmerei zu beschaffen. Habt ihr keine Springer für sowas? Welcher blöde Hund hat denn den Mist hier organisiert? Satan selbst hat einfach ein zeitlos tolles Design. Der Bart, der Afro, das gigantische Kinn. Angeblich schauen Frauen unbewusst beim Mann zuerst aufs Kinn und Männer mit markantem Kinn würden besonders attraktiv wirken. Der lebende Beweis für diese These? Mr. Satan. Mann, Held, Frauenschwarm. Und er kann gut mit Kindern umgehen. Er gibt uns schließlich ungefragt sein Autogramm, bevor er Gohan wegscheucht. Erkunden wir also die westliche Hauptstadt. Als erstes finde ich es gut, dass sich viele NPCs rumtreiben. Dadurch wirkt die Dragon Ball Welt recht lebendig. Und umso schöner ist es, dass alle Personen ein Charakterporträt haben, selbst wenn sie nur eine Textzeile sprechen. Ihr stinkt's! Ebenfalls praktisch, dass überall in der Stadt Übersichtskarten derselbigen verteilt sind, die die markantesten Orte aufzeigen. Ein alter Mann erinnert sich an die Geschichte der 7 Dragon Balls. Pff, ey, Alter, das hier ist die Cyborg-Saga. Hier geht's um alles Mögliche, nur nicht um das, nachdem die Serie benannt ist. Im Wohngebiet trifft Son Gohan eine flotte Rothaarige, die leider schon verheiratet, allerdings in Sorge um ihren Gatten ist. Der wurde von bösen Räubern aus dem Wald entführt. Sidequest. Auch die Häuser der Bewohner sind einen Blick wert und mit netten Details gespickt. Hier ein Game Boy Advance, dort ein In-Joke. Der Plattenladen Dr. Vinyl hat coole Mugge und einen Besitzer, für den das Wort Hipster erfunden wurde. Ey, jeder hört auf einmal meine Lieblingsband. Dabei habe ich die doch schon gekannt, bevor es cool war, okay? Begeben wir uns nun zur Capsule Corporation, denn Bulma wollte uns ja sehen. Wir dürfen die ganze Firma erforschen. In der großen Werkstatt hängt zum Beispiel Dr. Briefs rum, ein ulkiger Wissenschaftler, der die Zauberkapseln erfand und immer ein kleines Kätzchen auf seiner Schulter mit sich herumträgt. Wie alt ist die eigentlich inzwischen? Und er hat eine weitere Sidequest für uns. Auf der ganzen Welt sind 25 goldene Kapseln verteilt, die wir für ihn suchen sollen. Eine Aufgabe, die sich daher über das gesamte Spiel erstreckt. Die erste kann der Spieler schon direkt im Park der Hauptstadt finden, wenn er Satans Autogramm bei Fernando eintauscht. Dr. Briefs ist als großer Tierfreund bekannt, daher treiben sich im Gebäude auch Dinosaurier herum. Oder es ist Bring dein Haustier mit zur Arbeit Tag, keine Ahnung. In diesem Garten befindet sich zudem ein Dojo, wo wir gegen die NPCs unter den Z-Fightern kämpfen. Die sind allerdings noch eine Spur zu tough gerade und so werde ich von Yamchu vermöbelt. Es wird ein Nachspiel haben, Freundchen. Der Wachmann der Einrichtung erzählt uns, dass er früher auch ein großer Kampfsportler war. Ich würde jetzt einen Joke über Pfeile im Knie machen, aber die waren noch nie lustig. Im zweiten Stock befindet sich die Wohnung der Briefs. Frau Briefs hat im Spiel dieselbe Rolle wie in der Serie. Beruf, Hausfrau und Kekse verschenken.
Bulma hat einen Scouter von Namek mitgebracht und will uns diesen zur Verfügung stellen. Leider fehlt ihr noch ein Ersatzteil, das wir aus der Stadt holen sollen. Even more Sidequest! Bulma dürfte zu den reichsten Personen der Erde zählen, aber einen Boten kann sie sich nicht leisten. Kurzer Sprint zurück in die Stadt, kurzer Sprint zurück zur blauhaarigen Schlaufrau und hurra geschrien, wir besitzen einen Scouter. Eins meiner Lieblingsfeature im Spiel. Der Scouter dient als Kartenbildschirm in Dungeons. Außerdem lässt sich mit ihm eine Datenbank aller Lebewesen anlegen, wenn man diese scannt. Komplett mit Charakterwerten und kurzer Biografie, sofern es sich um eine der etablierten Figuren handelt. Beim Gehen passiert allerdings etwas Ungewöhnliches. Die Rezeptionistin bittet uns im Namen von Dr. Briefs mit dem Mann von der Security zu sprechen. Der erzählt Son Gohan von den Problemen der Firma mit Industriespionage. Wirtschaftsverbrechen in einem Dragon Ball Z-Spiel. Ruf mal kurz einer bei Enma Dayo an und fragt nach, ob die Hölle schon zugefroren ist. Na jedenfalls will Dr. Briefs jemanden von außerhalb damit beauftragen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und da kommen wir ins Spiel. Sidequest City, Bitch! Die Sache ist recht simpel. Renne etwas durch die Firma, rede mit allen Angestellten, erhalte hier eine Zugangskarte, feg da in der Ecke gut durch und komm schließlich in einem der Türme des Gebäudes raus. Newman! Ich wusste es, wer auch immer du bist. Hab ich dich erwischt? Die rote Textbox verrät dich. Doch Newman hat noch ein Ass im Ärmel. Ein Pokémon! Jo, Miniboss gegen einen Wolf. Und wenn ihr so wie ich noch von Yamchu angeschlagen seid, dann kann der sogar gefährlich werden. Nun aber zu Schwester Joy mit dir, du Fellklumpen. Beim Verhör gesteht Newman für die Konkurrenz zu arbeiten und die neuesten Zauberkapseln zu stehlen, mit denen man sogar Lebewesen fangen kann. Moment. Dann sind das wirklich Pokebälle? Die Pokebälle wurden von der Capsule Corporation aus Dragon Ball erfunden. Wow. Und Newman wäre auch damit durchgekommen, wäre es nicht wegen dieser Teenager und ihrem sprechenden Hund gewesen. Ah nee, falsche Show. Zur Belohnung erhalten wir Zugang zum Computerraum, wo die ganzen Daten des Scouters abgespeichert werden. Unter anderem auch die Charaktere, die wir gar nicht mehr antreffen können im Spiel, wie Freezer oder King Cole zum Beispiel. Tolle Sache. Was wollten wir nochmal in der westlichen Hauptstadt? Ah, verdammt, die Parade! Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir Kinder im Walde retten, eine Parade in Schwung bringen und ein grüner Oberteufel gegen gemeingefährliche Triceratops-Herden vorgeht.